Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Christmas Craft. Wir befinden uns heute in der 6. Folge. Sechste? Ich glaube, wir sind gerade in der 6. Und der Bauvorschlag kommt heute von Bubble Girlie. Und zwar ist es eine Sternschnuppe. Und der Themenvorschlag ist von Splex GFX. Und zwar fragt er mich: Hey Luca, was machst du eigentlich so zu Silvester? Also, wo ich mich da rumbewege, was ich da überhaupt mache, ob ich mich überhaupt bewege oder ob ich einfach nur rumliege, ob ich da schon längst tot bin, weil die Welt da schon längst untergegangen ist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls möchte er das gerne von mir wissen. Und viele finden ja den Weihnachtsmann echt niedlich und ich finde den echt ein bisschen bescheuert. Also guckt euch mal dieses Gesicht an, das ist doch total psycho. Naja, also eine Sternschnuppe. Ja, fragt sich natürlich erstmal, wo bauen wir die hin? Der dachte, ich schmier, so, das passt, muss auf jeden Fall hier in die Nähe von diesem Dings, deswegen werde ich die hier irgendwo so hinbauen. Also ich meine, die muss ja ganz einfach in der Luft, nur da frage ich mich auch gerade, woraus kann ich die eigentlich bauen? Und ich denke, ich werde die nicht aus Sponge, sondern Glowstone passt auch nicht, doch Sponge ist eigentlich schon ganz gut, glaube ich, oder Gelb. Nee, ich glaube, Gelb ist sogar noch besser. Das heißt, ich werde hier einfach mal so hochbauen. Das wird eine sehr, sehr kurze Folge heute. Es tut mir echt leid. Aber ich muss sagen, wenn ihr diese Folge seht, bin ich übrigens gerade in Weimar auf Stufenfahrt. Und zwar machen wir da eine kulturelle Reise, was wahrscheinlich eh nur darin enden wird, dass wir dann alle total viel saufen und so weiter. Aber es ist kulturell, es wird beschrieben als eine kulturelle Stufenfahrt. Naja, jedenfalls ganz cool. Da bin ich gerade, deswegen lade ich hier die Folgen schon mal hoch. So, wir bauen eine Sternschnuppe. Wie bauen wir das denn? Naja, ich soll auf jeden Fall darüber reden, was mache ich so zu Weihnachten. Zu Silvester, nicht zu Weihnachten. Ja, was könnte ich denn halt sagen? Was mache ich denn da? Also, was soll ich denn da überhaupt sagen? Das ist ein komisch. Also, ich bin... Da steht eigentlich noch gar nichts, weil Silvester ist noch relativ weit weg. Aber ich bin schon auf 2 Partys, sage ich mal, eingeladen. Nur ich weiß halt noch nicht, wo ich hingehe. Also auf jeden Fall nicht zu Hause mit Familie oder so, das haben mich ja welche gefragt. Nicht, weil ich meine Familie nicht mag, sondern ganz einfach, weil es auch an... Oh mein Gott, das soll ein Stern sein. Ich kann sowas von nicht bauen, ne? Einfach, weil ich da was mit Freunden machen will und so. Also ist eigentlich auch verständlich. Wir können das Ding ja mal... Oh mein Gott, ey. Das ist doch nie im Leben Stern. Ich meine, wie will man auch einen Stern in Minecraft bauen, hallo? Das frage ich mich immer wieder. Denkt euch einfach, das ist ein Stern. Basta. So, jetzt müssen wir hier irgendwie so einen Schweif dran bauen, sage ich mal. Einen steifen Schweif. Und wird dann wahrscheinlich auch irgendeiner Party sein. So, also einer macht eine 40-Mann-Party. Das wird, denke ich, ganz chillig. Oh Gott. Könnten den ja auch eventuell... Nee, das war jetzt doof. Das wird, glaube ich, ganz cool werden da. Und jo, also das werde ich machen, denke ich. Also warte, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich hier bauen wollte. Und zwar irgendwie sowas. Moment. I'll show you. So, irgendwie so ein bisschen abgeknickt. So. Also ganz einfach, ich sag mal, feiern. Ganz grob jetzt so. So. Kann man das erkennen? Man kann es eventuell erkennen. Also das soll ein Schweif sein. Naja, ich würde sagen, ich baue einfach noch einen zweiten. Und zwar... Hier ist noch keiner. Ich baue den einfach mal hier rüber über diesen Typen hier. So. Machen wir den ja ganz hoch hier. Irgendwie auf die Höhe oder so. Nee, warte, da muss ja noch einer hin. Ja, und dann an Silvester, was machen wir denn dann? Also ich denke erstmal, wir trinken ein bisschen Milch. Also auch in Weimar, wenn ich jetzt in Weimar bin, trinken wir natürlich auch nur Milch. Weil Milch ist schon hartes Gesöff, du. Und dann werden wir natürlich warten, bis es 12 ist. Bis die Uhr 12 schlägt, ne? Und danach wird weitergesoffen. Nein, Spaß. Danach halt... Silvester-Raketen, aber ich denke eh, ich bin eh nicht so der Typ, der die ganze Zeit dann draußen rumsteht, also voll begeistert ist von dem ganzen Wunderwetter und die ganzen Raketen, die dann in die Luft geschossen werden. Ich finde das einfach arschkalt draußen. Ich würde halt viel lieber drin sitzen bleiben und mir das alles da gemütlich angucken, sag ich mal. Sag ich mal so ganz offen, ne? Warte mal, habe ich das da? Ach, ist doch egal. Ich mach das einfach hier frei Laune. So. Ich bin da mehr so der Typ, der einfach drin hockt und Minecraft zockt. Wow, das hat sich gereimt. Nein, Spaß. Nein! Ich nehme auf. Wieso? Was willst du? Ich nehme auf. Ich hab ein Schild.
Ja, kannst du einfach hinlegen. Boah, das ist schon das zweite Mal, dass einer stört. Das ist ganz cool. Ja, wenn du kein Zettel hinlegst, hallo? Hab ich nicht? Oh. Ich hab keinen Zettel. Oh. Wann denn? Keine Ahnung, 10 Minuten? Wenn irgendwas nicht geht, dann kann ich das. Jo, nee, ich glaube. Hä? Wieso sollte das denn hier gehören? Das sind meine Sachen. Wäre voll cool, wenn du jetzt. Okay. Wäre voll cool, wenn du das irgendwie wann anders machen könntest, weil ich gerade live in der Aufnahme bin. Okay, tschüss. So, das war meine Mutter, die hat gestört. Irgendwie komischerweise in der letzten Folge an meinen Vater gestellt, ne? Ist immer ganz witzig. Naja. So. War es das jetzt? Nee, warte, das sieht so ein bisschen abgehackt aus da unten. Ja doch, das sieht auf jeden Fall komisch aus. So, so. Also das sollen Sternschnuppen sein, ja? Ob man es erkennen kann, ist eine andere Sache. Ich lasse es jetzt einfach drin mit meiner Mutter, das sind coole Outtakes, weil ihr wollt ja immer Outtakes. Und wisst ihr was, wo wir jetzt gerade dabei sind, kann ich ja dem Weihnachtsmann ja auch mal eben so eine Bommelmütze noch bauen. Das haben ja auch alle gesagt, so, ey, bau mal eine Bommelmütze dem Ding da. Da, bau mal eine Bommelmütze da. Okay, wenn ihr das sagt, dann mache ich das. Christmas Craft ist eine Idee ganz auf euch bezogen, sag ich mal. Oh Mann, das soll jetzt aber auch nicht so komisch aussehen, sag ich mal. Warte, ich baue das, ich weiß schon, wie ich das baue. So, jetzt baue ich hier so einen Bommel drauf. Oh mein Gott. Ja, okay, man kann erkennen, dass es ungefähr eine Bommelmütze darstellen. Ach, Gott. Das sieht so komisch aus, ne? Ohne Witz, ich kann einfach sowas von nicht bauen. Aber man kann, glaube ich, wenn man sich das Gesamtpaket so anguckt, erkennt man, dass es eine Weihnachtswelt sein soll. Aber gut, das war's dann, würde ich sagen, erstmal für diese Folge. Also, Silvester eigentlich Party. Raketen in der Luft schießen, der Party. Mit Milch. Und danke übrigens an Bubble Girlie für den Bauvorschlag. War eine relativ kurze Folge, sogar mit Outtake drin noch relativ kurz. Obwohl, eigentlich habe ich von Anfang an mir gedacht, dass eine Christmas-Craft-Folge 5 Minuten lang wird, wenn ich hier so etwas kleinere Sachen im Creative-Mode baue. Ja, und auch danke an SplexGFX für den Themenvorschlag. Ihr könnt mir weiterhin Themenvorschläge und Bauvorschläge in die Kommentare schreiben. Wäre ich euch auf jeden Fall sehr dankbar. Wow, sehr dankbar drüber. Die Sonne geht hier gerade unter. Und dann würde ich ganz einfach sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich suche weiterhin Geschichten und sowas so für, wenn ihr am 10. dann Spiele gewinnen könnt. Also könnt ihr es auch in den Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, ja. Ach so, was ich noch sagen wollte. Da ich ja jetzt die Zeit erstmal weg bin, hoffe ich einfach, dass die Videos kommen werden. Also wenn ihr es ja gerade seht, bin ich ja weg. Ich hoffe einfach, dass die Videos kommen werden, so wie ich das eingestellt habe. Und wenn nicht, dann bitte einfach nicht rumheulen oder so, sondern einfach ein bisschen abwarten, die Videos werden schon kommen. Also ich bin Samstag Nachmittag wieder da und dann kann ich euch live wieder Sonntag die Folge bringen, wer dann gewonnen hat bei Christmas Craft, bei dem ersten Gewinnspiel. Ja, dann würde ich sagen, schaffen wir eventuell 400 Likes für diese geilen Sternschnuppen. Oh, es wird ganz schön düster, gerade wenn man Timeset 0 wieder ein bisschen gemütlicher so. Schaffen wir 400 Likes für diese richtig geilen Sternschnuppen. Ich sag mal, richtig geil, so in Anführungszeichen. Sie sehen in Wirklichkeit richtig scheiße aus. Aber ich quatsche wieder viel zu viel und wir sind schon wieder bei 9 Minuten. Okay, ich habe schon wieder 2 Minuten über die Zeit gequatscht. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.